Ja, herzlich willkommen bei Flohfunk TV2. Auf ein letztes Wort in diesem Jahr zur weltweiten Corona-Pandemie 2020 und ein anderer Blick darauf. Ja, tschüss und sicher bis auf bald. Und es gibt einen Lichtblick, Signal der Hoffnung für die Welt. Ja, und dieses erfolgreiche Ehepaar, das Wunder von Köln. Der Kölner Stadtanzeiger berichtet darüber heute, aber davon später. Zunächst einmal zu den Seiten der Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert-Koch-Instituts. Das werden wahrscheinlich viele Tausende jeden Tag oder jede Woche tun, um mal den aktuellen Stand der Dinge zu erfahren aus verschiedenen praktischen Seiten der Ärzte, der Hausärzte und auch von Bürgerinnen und Bürgern, die sich daran beteiligen, am System Grippe-Web. So. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza, was ist das? Die Arbeitsgemeinschaft Influenza ist ein Netzwerk von rund 700 Haus- und Kinderärzten, die zusammen etwa 1% der Bevölkerung versorgen. Sie teilen dem Robert-Koch-Institut das ganze Jahr über freiwillig und ehrenamtlich wöchentlich die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in ihrer Praxis mit. Auf dieser Grundlage ermitteln die Experten im RKI die Krankheitslast durch akute Atemwegsinfektionen in der Bevölkerung, speziell durch Influenza. Diese sogenannten AGI-Sentinel-Praxen bilden das Rückgrat der Influenza-Überwachung, sagen wir mal in Deutschland. Interessierte Praxen sind herzlich willkommen, sich zu beteiligen. Informationen dazu hier. Auch das Nationale Referenzzentrum für Influenza im Robert-Koch-Institut beteiligt sich mit der virologischen Surveillance-Überwachung, also in der Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen, ARI-Raten, in der Bevölkerung, Grippe-Web, ist in der 51. Kalenderwoche 2020 im Vergleich zur Vorwoche bundesweit gesunken. Der Rückgang konnte sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen beobachtet werden. Die ARI-Rate liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau der Werte der Vorsaison. Im ambulanten Bereich Arbeitsgemeinschaft Influenza wurden im Vergleich zur Vorwoche insgesamt weniger Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen registriert. Die Werte befinden sich insgesamt ebenfalls leicht unter denen der Vorsaisons. Im Nationalen Referenzzentrum für Influenza-Viren wurden in der 51. Kalenderwoche 2020 in insgesamt 60, Vergleich 40% der 151 eingesandten Sentinel-Proben respiratorische Viren identifiziert, darunter 45 mit Rhinoviren, 15% mit SARS-CoV-2 und eine Probe mit Para-Influenza-Viren. Ein Patient hatte eine Doppelinfektion mit Rhinoviren und Para-Influenza-Viren. Influenza-Viren wurden nicht nachgewiesen. Im Rahmen der kodierten basierten Krankenhausüberwachung schwerer akuter respiratorischer Infektionen lagen validierte Daten bis zur 50. Kalenderwoche vor. Die Zahl stationär behandelter Fälle mit akuten respiratorischen Infektionen ist leicht gestiegen. Die Fallzahlen in der Altersgruppe 60 Jahre und älter sind dabei deutlich angestiegen. In den Altersgruppen ab 35 Jahre waren die Fallzahlen so hoch wie sonst nur auf dem Höhepunkt der Grippewellen in den Vorjahren. Der Anteil an Covid-19-Erkrankungen bei SARI-Fällen ist leicht gestiegen und lag in der 50. KW 2020 bei 68%. Für die 51. Meldewoche wurden nach Infektionsschutzgesetz bislang 23 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Fälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt. So, nun gehen wir mal auf die Seite von Grippe-Web. Grippe-Web ging im März 2011 online und ist das erste Webportal, das in Deutschland die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen beobachtet und dazu Informationen aus der Bevölkerung selbst verwendet. Mithilfe dieser Daten werden die Informationen der Arbeitsgemeinschaft Influenza AG
mit der Grippeweb eng zusammenarbeitet, ergänzt, denn die AGI überwacht die Aktivitäten akuter Atemwegserkrankungen auf der Ebene der primärärztlichen Versorgung. Grippeweb dagegen erfasst, welcher Anteil der Gesamtbevölkerung Woche für Woche an einer akuten Atemwegserkrankung erkrankt ist und welcher Anteil mit solch einer Erkrankung eine ärztliche Praxis aufgesucht hat. Bis zum Jahresende 2014 hatte Grippeweb bereits über 8000 registrierte Teilnehmer. Und ich glaube, die Zahl entspricht dem heutigen Wert etwa. So, dann gehen wir in die Zusammenfassung der 52. Woche. Für die Bevölkerung in Deutschland geschätzte Rate von Personen mit einer neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankung mit Fieber oder ohne Fieber ist in der 52. Kalenderwoche, also 21. bis 27.12. im Vergleich zur Vorwoche gesunken. 2,1%, Vorwoche 2,9%. Die Rate der grippeähnlichen Erkrankungen, also grippeähnlich, definiert als Atemwegserkrankung mit Fieber, ist im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls gesunken, 0,2, Vorwoche 0,3. Die kontaktreduzierenden Maßnahmen spiegeln sich in der Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen wider. Allerdings muss der Verlauf nach den Feiertagen abgewartet werden. Warum bilden sich die Covid-19-Wellen bisher nicht bei der Grippeweb ab? Eine Antwort auf diese Frage ist abrufbar. In den häufig gestellten Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2, Krankheit Covid-19 auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts unter Fallzahlen und Meldungen. Machen wir doch gleich mal. Ich hoffe, jetzt kommen wir da. Warum? Das sind die Informationsseiten zu SARS-CoV-2, Covid. Warum bilden sich die Covid-19-Wellen bisher nicht bei Grippeweb ab? Grippeweb ist ein Online-Portal des Robert-Koch-Instituts, das 2011 online ging und die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland direkt aus der Bevölkerung beobachtet. Grippeweb gehört zu den syndromischen Überwachungssystemen. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die idealerweise wöchentlich online melden, geben an, ob sie eine neu aufgetretene Atemwegserkrankung hatten mit Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber. Oder ob dies nicht der Fall war. Derzeit melden etwa 6.500 bis 8.500 Teilnehmende pro Woche. Bei Grippeweb werden Symptome abgefragt, die auch bei Covid-19 beobachtet werden. Deshalb wären aufgetretene Covid-19-Erkrankungen, ob als solche labordiagnostiziert oder nicht, also mit oder ohne PCR-Test, ebenfalls inbegriffen. Eine Abfrage, ob bestimmte Atemwegserreger nachgewiesen wurden, ist im Grippeweb-System bisher nicht enthalten. Es werden bei Grippeweb folgende Definitionen benutzt. Akute respiratorische Erkrankung, ARE, sind neu aufgetretene akute Atemwegserkrankungen mit Fieber oder Husten oder Halsschmerzen. Grippeähnliche Erkrankungen, Influenza-like Illness, sind neu aufgetretene akute Atemwegserkrankungen mit Fieber und Husten oder Halsschmerzen. Somit gehören alle ILI auch zu den ARE. Die Covid-19-Wellen im März, April 2020 sowie im September, Oktober 2020 bilden sich bei Grippeweb in den ARE- und ILI-Raten bisher nicht ab, da sich die Covid-19-Fallzahlen noch in einer Größenordnung bewegen, die noch unterhalb des syndromischen Radars liegen. Ja, dann die Kalenderwochen abgetragen nach Atemwegserkrankungen, Covid-19-Rate in Prozent. Und zwar sehen wir hier die verschiedenen Graphen, das ist die ARE-Rate, die Atemwegserkrankung gelb 2018, hellblau 2019, dunkelblau 2020. Hier sind die Prozente und hier sind die abgetragenen Kalenderwochen. Und eine Kurve sehen Sie hier ganz unten, die braune, das ist die Covid-19-Rate. Textvergleich, der für die Bevölkerung in Deutschland geschätzte
ARI-Rate gesamt in Prozent von der ersten bis zur 52. K-Woche der Jahre 2018 bis 20 sowie die Covid-Rate in Prozent, die aus den Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz berechnet wurde, dargestellt. In der Kalenderwoche 1 bis zur 52. KW stand Meldedatum 28.12.20. Die grauen senkrechten Linien kennzeichnen den jeweiligen Beginn der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Zum einen seit der 12. KW hier. Und da sehen wir, im Prinzip geht die Kurve schon runter, bevor die Lockdowns dann beginnen. Und die erneute Kontaktbeschränkung seit der 45. KW, das Lockdown Light und dann das schwere, die schärferen Kontaktbeschränkungen seit der 51. Kalenderwoche. So ging Ende des Jahres und heute ist der letzte Tag des Jahres 2020. Dann gehen wir auch mal zum Ende allen Lebens, nämlich in die Seiten des Statistischen Bundesamtes. Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland, also Sterbefälle pro Woche. Und das ist fantastisch aufbereitet, die Fallzahlen nach Tagen, Wochen, Monaten, Altersgruppen, Geschlecht in Bundesländern und so weiter. Also herausgesucht habe ich nur die Totale und zwar ist das aktuell, ja besser geht's nicht, erschienen am 30. Dezember 2020, also gestern. Sterbefälle nach Tagen, Sterbefälle nach Kalenderwochen, Sterbefälle nach Monaten und Altersgruppen. Und also ich habe da nur ein paar rausgesucht. Sterbefälle nach Tagen 2016 bis 2020 und die haben jeden Tag erfasst, ne? Also 1.1.2020, 19, 18, 17, 16 und da gucken wir mal so, wie viel Menschen sterben täglich in Deutschland. Nehmen wir mal eine hochgegriffene Zahl, 2.900 oder 2.500, also da ist im Prinzip zwischen den einzelnen Jahren, zwischen 16 und 20, kein so großer Unterschied, denke ich. Und wie war es im März des Jahres? Ja, das habe ich Geld markiert, das war 2018. Da war diese berühmte Grippewelle, wo man sagt, es seien mehr als 25.000 Menschen an Grippe gestorben. So genau lässt sich das nicht festlegen, weil das sind ja im Prinzip alle Gestorbenen minus der identifizierten Todesursachen, was dann überbleibt, hat man der Grippe zugerechnet, 1,5 Millionen weltweit. Darüber hat aber da zu der Zeit niemand was lesen können. Da wurde nichts drüber berichtet, war halt eine Grippewelle, Punkt. Dann im Sommer geht es wieder ein bisschen zurück, in allen Jahren. Und da geht es nie über 3, also nie über 2,9 hinaus. Im Sommer wird halt weniger gestorben. Dann sind wir jetzt im November, da sehen wir im Jahr 2020, wenn wir diese tägliche Zahl sehen, also täglich gestorben, das ist im Jahr 2020, wenn man mal genau guckt, durchaus mehr von den Fallzahlen, mehr als in den Jahren zuvor. Woran das liegt? Nun, das kann man jetzt noch nicht feststellen, erst in einigen Wochen oder Monaten. Und das ist die Gesamtzahl der Verstorbenen 2019, 18, 17, 16. Das bewegte sich immer so um die 930, 910, 30, 50, 30. 2020 natürlich noch nicht die Gesamtzahl. Erst die bekommen wir sicher erst im ersten Quartal, Ende des ersten Quartals. So, dann gehen wir nochmal in die Statistik. Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland. Scrollen wir runter. So, da sehen wir unten abgetragen die Wochen von 0 bis das Jahr hat 52 Wochen. Und dann mehrfarbig abgestuft 2016. Verläuft da unten 2017 hellblau, 2018. Hier sehen wir auch ganz deutlich in der 10. Kalenderwoche, da hat es einen Ausschlag nach oben gegeben, besonders dort im Jahre 2018 kann man hier sehen, normalerweise 18.000, 19.000 Tote,
in dem Jahr 2018 26.000 Menschen. Und das ist die, ja, die große Grippewelle, über die nichts zu hören und zu sehen war. Die lief einfach nur durch. Jetzt bewegen wir uns hier, vielleicht noch beachten, die kleine rote Kurve, das ist Covid-19. Quelle Sterbefallzahlen insgesamt, Statistisches Bundesamt, Covid-19 Todesfälle, die Zahlen kommen vom Robert-Koch-Institut. So, also die Gesamttodeszahl bewegte sich, und jetzt kommen wir ans Ende, 52. Woche 2016, 19.744, 2017, 18.652, 2018 17.954, 2019 18.204. Wir sind jetzt im Jahr 20 und zwar erfasst bis zur 48. Kalenderwoche. Da sind es 20.699. Also lag der Wert der wöchentlichen Sterbefallzahlen in Deutschland in der 48. KW im Jahr 2020 höher um etwa 2000 Tote in der Woche. Und Covid-19 im Jahr 2020 in der 48. Kalenderwoche 2579. Ja, nun zurück, wie anfangs erwähnt, zurück zum Lichtblick, denn Signal der Hoffnung für die Welt, schreibt der Kölner Stadtanzeiger heute am 31. Dezember. Ugo Rosain, Wissenschaftler und Unternehmer aus Köln, und seine Frau, die Ärztin Özlem Türeci, entwickelten den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus. Text: Ein Junitag im Jahr 1984 in der Aula des Erich-Kästner-Gymnasiums wartet eine Bühne auf die Abiturienten. Als Jahrgangsbester wird Ugo Rosain nach oben gebeten. Er ist der erste türkischstämmige Absolvent, der in dem nüchternen Betonbau nahe der Friedrich-Karl-Straße im Kölner Stadtteil Niel die Hochschulreife erlangt, und zwar mit Bravour. Der Autor dieses Beitrags betritt im gleichen Jahrgang erst viel später das Podium. Zu bescheiden fiel leider sein Notendurchschnitt aus. Ugo Rosain, schulischer Überflieger, avancierte nicht nur zum Professor für Krebserkrankungen an der Uniklinik Mainz. Vielmehr schreibt der Mitfünfziger nebst seiner Frau Özlem Türeci an einer neuen Erfolgsstory. Vor 12 Jahren gründete das Paar das Technologie-Startup BioNTech in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Inzwischen heben Börsenanalysten das Unternehmen in den Himmel. Ja, weiter im Text. Am 24. Januar 2020 liest der Krebsforscher einen Artikel in einer Fachzeitschrift über eine chinesische Familie, die nach Wuhan reiste und sich dort mit dem Coronavirus infizierte. Da das Virus von asymptomatischen Trägern übertragen werden konnte, also von asymptomatischen Trägern konnte das Virus übertragen, schien es aus seiner Sicht wahrscheinlich, dass die Infektionswelle weit über China hinausgehen werde. Binnen 24 Stunden hat Sahin einen groben Entwurf des neuen Gegenmittels skizziert. Das Projekt Lightspeed startet. Mit dem US-Pharmakonzern Pfizer schließt BioNTech eine Kooperation ab, die 184 Millionen Euro Forschungszuschüsse in die Kassen spült. Der globale Jubel kannte keine Grenzen, vor allem an den Börsen überall auf der Welt. Der BioNTech-Marktwert schießt in enorme Kurshöhen und reißt andere Aktienwerte mit. Der Artikel beschließt: Kürzlich erst hat der BioNTech-Chef verlauten lassen, dass nach dem Corona-Hype wieder die Forschung zur Krebsheilmitteln mittels mRNA im Vordergrund stehen werde. Die nächste medizinische Revolution bahnt sich an. Soweit der Text von heute im Kölner Stadtanzeige zu dem
zu dem Erfinder oder zu dem Entwickler des Impfstoffes. Und in der ARD vor einigen Tagen, im ARD Extra, konnten wir auch hören, wie der Entwickler Usain selbst über das Impfen denkt. Auf die Frage nämlich, ob er selber sich impfen würde, gab er dann diese Antwort. Da hören wir doch mal rein. Aber bevor will ich noch ganz kurz eine Bemerkung machen. Ich frage mich, warum es die Start-ups gewesen sind, nicht nur er, sondern viele andere ja auch, die diese mRNA-Sachen als Impfstoff entwickelt haben. Also das binnen 24 Stunden ist hier zu lesen, das kann man ja offensichtlich ganz schnell. Wieso haben das die großen Chips nicht gemacht? Pfizer, Johnson & Johnson und wie sie alle heißen. Ist das vielleicht begründet mit möglichen späteren Folgeschäden und daran anschließend Haftungen? Ich meine, solche kleinen Start-ups haben kein Kapital. Sollte da was schief gehen, gut, da stehen sie zwar mit dem Rücken an der Wand, aber im Prinzip sind die Geschädigten noch schlechter dran. Wenn da Pfizer, Seneca oder Bayer oder andere wie Johnson & Johnson dahinter stehen, die sind milliardenschwer, die müssten natürlich mehr liefern an an Entschädigungszahlungen. Aber gut, das war nun eine kleine Fantasie. Es fiel mir nur vom Design auf, dass die Großen sich beteiligen an den Entwicklungskosten, auch an der Produktion. Ich meine, sie tragen ja die Produktion. Aber die Patente oder die Erfindung selber, Sie können dann später immer sagen, was da im Einzelnen drin war, das wissen wir nicht. Wir haben einfach nur nach den Anweisungen produziert. Also das war nur ein kleiner Seitengedanke. Und jetzt kurz noch zu der Einspielung zum Thema, wie lassen sich denn die Entwickler auf die Impfungen ein? Erst vor wenigen Stunden hat die EU den Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines amerikanischen Partners Pfizer zugelassen. Am frühen Abend hatte ich Gelegenheit, mit Herrn Professor Shahin zu sprechen. Er und seine Frau, Professor Özlem Türeci, haben den Impfstoff entwickelt. Meine erste Frage an ihn: Jetzt hat die EU den Impfstoff freigegeben. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Pandemie? Also wir sind sehr glücklich, dass wir auch in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Regulierungsbehörde die Impfstoffgenehmigung beziehungsweise den Vorschlag für die Genehmigung erhalten haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das ist ja die Grundlage dafür, dass wir in Europa, in allen Ländern der EU unseren Impfstoff verfügbar machen können. Und wagen Sie eine Prognose, was das für den Verlauf der Pandemie jetzt bedeutet, wenn am 27., da soll ja in allen EU-Ländern mit dem Impfen begonnen werden, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir werden in den ersten Monaten sicherlich keinen Einfluss durch die Impfung auf die Pandemie und auf die Infektionszahlen haben. Dafür ist es ja notwendig, dass eben jeder weiterhin die empfohlenen Maßnahmen befolgt und dass wir versuchen, gut über den Winter durchzukommen und die Infektionszahlen zu reduzieren. Ich glaube, wenn wir es schaffen, ausreichend Dosen bis zum Frühjahr auszuliefern, dass dann dort erste Effekte durch die Impfung auch auf die Statistik der Infektionszahlen eintreffen können. Jetzt gab es ja am Wochenende Meldungen über eine Mutation des Virus. Das ist ja bei Viren nichts Ungewöhnliches, aber es wurde verlautbart, dass diese Mutation 70 Mal ansteckender sei als die bisherigen Formen. Kann das die Wirksamkeit Ihres Impfstoffes beeinträchtigen oder ist das jetzt noch viel zu früh, um da schon etwas seriös darauf antworten zu können?
Also das ist sehr früh. Wir haben uns die Mutation der Virusvariante angeschaut. Es sind mehrere Mutationen. Wir wissen, dass unser Impfstoff das Virus an vielen verschiedenen Stellen attackiert. Dementsprechend sind wir zunächst einmal zuversichtlich, dass Immunantworten, die durch unseren Impfstoff bedingt werden, in der Lage sein könnten, auch dieses Virus zu neutralisieren. Wovon müssen wir ausgehen, wenn wir geimpft werden? Wie lang bin ich dann geschützt vor dem Coronavirus? Also wir wissen ja aus Erfahrung, Grippeimpfungen, das muss regelmäßig aufgefrischt werden. Müssen Sie als Hersteller auch davon ausgehen, dass Ihren Impfstoff auch regelmäßig mit einem Update zu versehen? Wovon gehen Sie da aus? Ich persönlich gehe davon aus, dass dadurch, dass wir einen kombinierten Impfschutz haben, dass wir zumindest einen Zeitraum von 12 Monaten einen deutlichen Impfschutz haben würden. Falls dann notwendig ist, eine erneute Impfung zu machen, wäre das kein Problem. Sie selbst, habe ich gehört, haben sich noch nicht geimpft. Allerletzte Frage, wäre das nicht ein starkes Signal an die, die ja jetzt noch zögern, die noch nicht so ganz bereit sind, sich impfen zu lassen, wenn sie sich selber impfen würden, nach dem Motto, schaut her, ich, der Entwickler, bin bereit, mich selbst zu impfen. Damit könnt ihr alle sehen, wie sehr ich meiner Entwicklung vertraue. Ja, also ich möchte mich lieben gern auch impfen lassen. Wir müssen einfach nur sehen, dass wir die rechtlichen Grundlagen dabei befolgen. Wir werden in den nächsten 12 Monaten über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen müssen. Es ist wichtig, dass da keine Mitarbeiter ausfallen und dementsprechend denken wir darüber nach, dass wir eine Möglichkeit finden, die rechtlich uns auch erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Aber das ist momentan noch in der Abklärung. Herr Professor Schein, vielen Dank für Ihre Zeit an diesem nicht nur für Sie besonderen Tag. Ja, vielen herzlichen Dank. So, das wär's dann. Dann brauche ich ja nichts weiter zu sagen als Danke fürs Mithören und Mitschauen. Und ja, dann sagt man einfach zum Jahresausklang dieses Jahres. Tja, danke und tschüss. Und wer weiß, vielleicht gibt es um die Osterwochen, wenn nicht schon früher, ein paar kleine oder große und ein paar schöne Ostereier. Abwarten, es bleibt spannend. Tschüss.